Millionen Schaden nach Brand eines Metallbetriebs. Bei einem Brand einer Firma in Böhmenkirch im Kreis Göppingen ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Feuerwehr war mit über 100 Mann im Einsatz. Böhmenkirch, ein Millionenschaden ist bei einem Brand eines Galvanikbetriebs in Böhmenkirch, Kreis Göppingen entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte eine Halle des Betriebs bereits am Mittwochabend, als die Einsatzkräfte eintrafen. Mit zwei Baggern musste die Halle in Einzelteile zerlegt werden. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Im März 2018 brannte derselbe Betrieb nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Böhmenkirch schon einmal. Die Galvanik ist eine Form der Metalloberflächenbeschichtung. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Warum es ausbrach, war zunächst noch unklar. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei 750.000 Euro bis 1 Million Euro.